Hallo zusammen und willkommen zurück bei Adrift. Wir haben unseren Anzug wieder auf Vordermann gebracht, aber was hilft mir das, wenn die Station selbst komplett im Arsch ist? Was ist hier passiert? Oh, und warum knall ich jetzt gerade gegen alles? Ich flieg mal daran. Ist das unser Zimmer? Moment. Ja, hör auf zu stöhnen. Oshima. Nee, ich glaube nicht, dass wir das sind, oder? Steht unser Name? Doch, wir sind Oshima. Doch, das ist unser Zimmer. Und wir haben natürlich Lotusblüten oder so ähnlich da drin. Ganz klar. Ein kleines Überbleibsel von der Erde, die ich gerne verprügle. Warte mal, jetzt. Ich muss mich kurz wieder an die Steuerung gewöhnen. So, ich möchte mir das hier ansehen. Alex Oshima. Ach, das ist unser Diplom, dass wir hier mitmachen dürfen. Ich erinnere mich noch gut an den Tag. Ein Handschuh. High five. So, ich muss mich mal kurz begradigen hier. Und mich noch etwas umsehen. Was haben wir da? Zeichnungen? Oder ist das eine Karte? Von All Else. Was? Mankind Above All Else. Okay. Autsch, irgendwas ist gerade gegen mich geknallt. Was steht da? Keine Ahnung. Da, weg mit euch. Und da habe ich noch Post-its gesehen. Elizabeth Birthday. LDSPI, was heißt das? Keine Ahnung. Fotojournal Location. Oliver Debrief, okay. Und eine Zeitschrift. So. Ich muss hier mal ein bisschen aufräumen. Oh, ein Computer, den ich benutzen kann. Tag der Ansiedlung für Harriman Kolonie Luna 2. Kommandantin Oshima, ich habe im Vorfeld einen Blick auf Ihren Spiritus-Produktionsplan geworfen. Es sieht alles sehr positiv aus und ich bleibe weiterhin optimistisch. Was Ihren alternativen Vorschlag betrifft, ich kann sehr großen Nutzen erkennen und die Daten unterstützen Ihren Plan zu erhöhten Spiritus-Produktionsverfahren. Die Möglichkeit, Teile dieser Pläne in unsere derzeitigen Bemühungen einzusetzen, existiert und sie ist auch sehr innovativ. Unabhängig davon ist es unerlässlich, dass du nicht von den derzeitigen Zielen abweichst. Die Gesundheit deiner Crew, deiner Station und unserer Mission wurde durch die Verzögerungen und verlängerten Zeitpläne negativ beeinflusst. Entschuldigung. Halte dich an den Plan. Schließe damit ab und bringe uns nach Hause, Kommandantin. Das ist deine Chance, es allen zu beweisen. Samuel Hooking, Missionsleiter. Okay. Missionsleiter Hooking. Ich habe die gewünschten Datenmaterialien verarbeitet und verpackt. Hahn 4, Administra, wurde dazu aufgerufen, einen Zeitplan und eine vollständige Erweisung für dich und dein Personal zu erstellen. Ich habe außerdem einen alternativen und offensiven Spiritus-Produktionsvorschlag eingeschlossen, der eine Erwähnung verdient und in Betracht gezogen werden sollte. Ich denke, dass wir das mit minimalem Einfluss und maximalem Nutzen während unserer Zeit schaffen können. Ich freue mich auf deine Berichte und Kommentare. Alex Oshima, Missionskommandantin. Der 4. September 2037 wurde als Tag der Ansiedlung der Luna 2 festgelegt. Details zur offiziellen Einweisung und die Ankündigung sind derzeit in der finalen Vorbereitungsphase und werden in den nächsten 72 Stunden auf Hahn 4 Administra hochgeladen. Vorab möchte ich diese Chance nutzen und dich daran erinnern, dass die anfänglichen Erfolge unserer nächsten lunaren Kolonisationsbemühungen von dir und deiner Crew abhängen. Der Fortschritt von Spiritus ist zwar ermutigend, aber er lässt nur wenig Platz für Fehler. Ich hätte gern ein vollständiges Missionsupdate samt neuer Zielausrichtung, bevor das Datum für die Ansiedlung öffentlich gemacht wird und die Crew heruntergeladen wird. Samuel Hooking. Okay. Das heißt, wir waren hier tatsächlich ziemlich, verantwortlich für alles. Was ist das hier? Kann ich da irgendwas regulieren? Au. Ich sehe gerade, mein Helm kriegt Schaden, oder war das jetzt... Ich hoffe nicht, dass ich da Schaden bekomme. Ach, das ist das Bett. Da werde ich so reingeschnallt. Hat schon ein bisschen was von der Irrenanstalt, finde ich. Ich prügel die Schere. Was kein bisschen gefährlich ist. Okay, ich verschwinde hier mal wieder. So, jetzt reiß dich zusammen hier. Beruhige dich. Ich hole mir mal Luft. Da sehe ich schon welche. Und meins. Kann ich da rein? Ich glaube nicht, oder? Oder kann ich da die Karte verwenden? Nee, das wollte ich jetzt gar nicht tun.
Okay, ich mach's trotzdem. Nee, da kann ich die Karte nicht anwenden, weil wir haben hier so eine, ich glaube, es war eine Zugangskarte gefunden. Oder war es eine Festplatte, weil es hieß ja SSD. Was ist das? Au. Schmerzen sind das. Warum frage ich auch? Okay, komm schon. So, und jetzt? Meins. PAN 4 Personal Data Device Version 4.7 acquired. Multiple personal data devices detected and online. Location coordinates unknown. Wie elegant sie das jetzt weggeschleudert hat. Luft. Ich sehe Luft. Warning. Catastrophic event detected. Core systems repair required for emergency escape vehicle launch. Okay, es gibt eine Fluchtkapsel anscheinend, aber wo ist die? Und wo muss ich hin? Da scheint es verschlossen zu sein, okay. Da auch. Ich hole mir nochmal Luft, weil es mehr als genug gibt. Zum Glück. Mann, die Aussicht. Erde. Heimat. Du fehlst mir. Okay, ich kann da runter, aber ich glaube da vorne, ist das ein Fenster oder ist das... Okay, das ist ein Fenster. Ja gut, dann muss ich wahrscheinlich da in die Mitte runter. Dann wollen wir mal. Oder doch nicht? Ich versuch's mal. Nee. So komme ich da nicht hin. Autsch. Okay, ich sehe ja, der Pfeil. Er zeigt mir mein Missionsziel. Ist das der Computer? Nope, doch, ist er. Activating Spirito System Terminal. Status unbekannt. Spirito System damaged and offline. Initializing diagnostic sequence. Tu das. Cerebrum core corrupt. Mainframe offline. Cerebrum module inactive. Spirito system repair required for Salvus EEV life support system operation. Locate system mainframe. Fabricate cerebrum core. Repair cerebrum module. Okay. Mann, warum haben die echt nie eine gute Nachricht für mich? Ist doch voll nett, wenn das sagen würde, Rettungskapsel entdeckt. 2 Meter in die Richtung. Viel Spaß und Anschnallen nicht vergessen. Okay, ich muss da rüber. Oh, ich brauche Sauerstoff, Moment. Sehe ich eine Flasche irgendwo? Schau in den Spiegel. So, ich hole mir ganz kurz eine Flasche davor an. Und meins. Okay. Ich finde es ein bisschen dämlich, dass sie nicht einfach eine der Flaschen in der Hand hält und bei Bedarf dann inhaliert. Aber sie ist die Astronautin. Sie hat die Ausbildung gemacht. Sie wird wissen, was sie tut. Okay. Ach ja, stimmt, ich habe diesen Scan. Ganz vergessen. Davon gibt es wieder was zu lauschen. Personal Log, Systems Specialist, McDonough, Andrew, 17, April, 2037. Finally going home. Doesn't even seem real. 22 months since mission started. 10 longer than I signed up for in the first place. I promised Lucy I was going to be there for her. I promised myself I wouldn't leave her like this again.
broke both of those promises by taking another selfish paycheck job while real life passes me by down the line. Father of the year. Alex really came through for me on this. I owe her one. Can't wait to get off this goddamn station. Oh Mann. Okay. Wir lesen mal ein bisschen in seinen geheimen Akten bzw. seinem Tagebuch. Alex, Lynn hat mich schon kontaktiert. Alles wurde in Bewegung gesetzt. Ich kann dir gar nicht genug dafür danken. Es braucht sehr viel Zeit, um das wieder gut zu machen. Collins ist stabil. Er ist schlau, eifrig und hat keine zusätzlichen Ballast mit sich zu schleppen. Er wurde für HN5 eingeplant, weshalb die schnelle Einberufung für ihn eine große Umstellung bedeuten wird. Gute Entscheidung. Kann ich vielleicht mit der frühzeitigen Beta helfen? Lass es mich wissen. Andrew. Andrew, Lynn Collette von der Hardyman Personalabteilung wird für weitere Belange mit dir in Kontakt treten. Sie versucht eine Stelle für dich in Vancouver zu bekommen, damit du es nicht so weit hast. Ich brauche dich bei der Spiritus Beta und der Crew-Erweiterung. Demnach käme der 8. Juli als Transferdatum in Frage. Vielleicht auch früher. Ich versuche einen Weg zu finden, der uns eher in die Beta bringt. Es wäre also eine Möglichkeit. Als Ersatz für dich habe ich schon den passenden Kandidaten rausgesucht. Misha Collins. Was meinst du? Alex, das klingt sehr interessant. Zwischen Santa Monica und Vancouver umherzuziehen, wird eine Herausforderung. Aber wir bekommen das schon hin. Hast du ein paar Details? Muss ich irgendwas machen, um den Prozess zu beschleunigen? Soll ich meinen Ersatz selbst finden? Danke, Andrew. Andrew, ich habe meinen Gefallen gebeten und eine neue Stelle für dich gefunden. Der Job ist in Santa Monica und du würdest die Abteilung der HN5 Montagesysteme leiten. Ich denke, dass deine Erfahrungen aus der Mission sehr nützlich wären. Du weißt am besten, was hier oben funktioniert und was nicht. Du bist in einer einzigartigen Situation und Aerospace braucht in diesem Bereich mehr Unterstützung als jemals zuvor. Ich weiß, dass die Ortslage der neuen Stelle nicht optimal ist, aber es handelt sich um einen stabilen und gut bezahlten Job, der dich vor allem von der North Star holt. Es ist sehr zeitintensiv, also lass mich wissen, wenn du es trotzdem weiter verfolgen möchtest. Okay. Was haben wir hier noch? Was ist das hier? Das ist irgend so ein... irgendwas mit Musik, wahrscheinlich für sein Kind, von dem er gesprochen hat. Aua. Verdammt, ich muss schlagen. Ich kann es nicht schlagen. Nein. Sonst scheint es hier aber, glaube ich, nicht zu gehen, was mir gerade das Leben retten könnte. Verdammt. Ich brauche etwas Lebensrettendes. Oh, Sauerstoff. Geliebter, köstlicher Sauerstoff. Komm zu mir. Und hab dich. Okay. Kann ich mit den Kisten eigentlich was machen? Oh mein Gott. Ich glaube nicht. Ich kann sie prügeln, ja. Nee, warte, ich muss da rüber. Was haben wir hier? Nee, ich muss nicht darüber, ich muss ganz woanders hin. Irgendwie. Ach, da hoch wahrscheinlich, oder? Oder ist das eine Scheibe? Nee. Hallo Weltraum. Okay. Ich hole mal ganz kurz die Flasche davon. Okay. Die Solarpaneele. Gut zu wissen. Die sind zumindest noch teilweise intakt, deswegen auch der Strom. Noch eine Flasche. Was ist das da? Sieht aus wie eine Honigwabe. North Star 4, this is Mission Control. Unable to determine current location or crew status. Please advise. Over. Das finde ich immer so unheimlich, diese Sequenzen, wo wir draußen sind.
weil man sich einfach so vollkommen verloren fühlt. Kein Halt, nirgendwo irgendein Anhaltspunkt. Und keine Schwerkraft vor allem. Okay, ich werde mal wahrscheinlich da unten rein müssen. Aber zuerst... Oh verdammt, die Luft! Ich hoffe, das geht sich aus. Komm schon. Das kriege ich hin. Und? Ja. Oh Mann. Das war irgendwie viel zu knapp. Viel zu knapp. Das darf mir nicht passieren. Ich scanne mal. Okay. Ich bin echt gespannt, ob wir rausfinden, ich meine, ich vermute mal, das ist eine der Hauptziele, aber eben, was hier passierte, warum die Station jetzt so ein Schrotthaufen ist. Komm her. Uah, okay. Hardiman Aerospace, this is Mission Control. Do you copy? Ich würde ja gern, hallo. Hallo, hört ihr mich? Oh Mann. Sauerstoffleck erreicht. Kritisches Niveau. Oh, verdammt. Hand 4 administer series 4 version 2.3. How may I assist you? Assist you. Assist you. Assist you. Assist you. Mann. Assist you. Assist you. Assist you. Assist you. Assist you. Assist you. Kann mal jemand den Rechner neu starten? Das war voll nett, danke. Oh. Okay. Ja, Freunde, ich glaube, das ist eine gute Stelle, um mal die Folge zu beenden. Das heißt, wir haben eine Mission. Wir müssen diesen komischen Kern jetzt manuell austauschen, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da sind wir gerade hin unterwegs. Und wir sind im Gemüsebeet gelandet. Yay! Bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Taco. Macht's gut!